Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir befinden uns aktuell auf dem Kraterberg und arbeiten uns in Richtung Spitze, um dort die fiesen Pläne von Team Galactic zu vereiteln. Hier gibt es wohl irgendwie einen Shortcut. Wir gehen aber den langen Weg. Wir wollen das natürlich komplett umsehen. Wir wollen ja nichts verpassen hier jetzt, ne? Okay, es scheint dann doch... Wir müssen da doch hochkraxeln, so wie es aussieht. Okay. Dann mogen wir das mal, wa? Dann mogen wir das mal. Ich möchte derweil, während wir uns hier den Berg hinaufkraxeln, eine kleine Ankündigung raushauen. Ihr wisst ja, ich habe von Anfang an immer sehr skeptisch auf das neue Pokémon Legenden Arceus oder wie auch immer man das ausspricht, geschaut. Vor allen Dingen technischer Hinsicht mäßig. Und habe jetzt ja dann letzten Freitag einen kleinen Stream gegen die Einsamkeit gestartet, wo wir uns das Game jetzt 4 Stunden mal rangezogen und angeguckt haben. Und ich kann euch beruhigen, der technische Zustand ist immer noch unter aller Sau. Es sieht wirklich fürchterlich aus und man muss sehr oft sehr doll lachen, weil etwas echt hässlich aussieht. Aber abseits der massivst hässlichen Grafik ist es im Herzen wirklich ein gutes Pokémon-Game und insofern kann ich zum Glück Entwarnung geben. War natürlich erstmal ein erstes Reinschnuppern, aber was ich persönlich für mich sagen muss, die neuen Gameplay-Mechaniken gefallen mir soweit richtig gut. Ich bin da voller Hoffnung, dass das ein richtig geiler Titel ist und ja, werde ihn natürlich jetzt weiter daddeln und euch auf dem Laufenden halten. Aber für diejenigen, die so ein bisschen neugierig sind, wie meine Meinung jetzt ist, kann ich euch beruhigen. Ich bin zufrieden. Also es wäre natürlich schön, wenn es optisch ein bisschen hübscher aussehen würde. Es sieht nämlich wirklich verdammt hässlich aus, aber von der wirklich unangenehmen Optik abgesehen, ist es wirklich ein cooles Game. Das muss ich einfach sagen und deswegen kann ich Entwarnung geben. Also wer Bock mal wieder auf ein Pokémon-Spiel hat, das mal ein bisschen mit der Standardformel bricht, gönnt euch. Meine Empfehlung auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man darüber hinwegsehen kann, dass es halt grottenhässlich aussieht. Das muss man halt ertragen, ne? Aber tatsächlich, ich hatte viel Spaß damit und ich werde es auch weiter dann. Mal sehen, ob wir es weiter streamen. Muss mal gucken. Das ist ein bisschen grindiger als die anderen Games. Deswegen glaube ich, ist das so zum Zugucken nicht unbedingt mega spannend, aber wir schauen mal. So, jetzt machen wir aber hier weiter zurück zum Kraterberg. Wenn ihr euch Pokémon Legenden Arceus gegönnt habt, haut mir mal gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt und wie ihr die neuen Gameplay-Mechaniken so findet. Bin natürlich interessiert, ne? Also von mir auf jeden Fall Daumen nach oben. Der Mut muss belohnt werden, dass man sich da mal ein bisschen aus der Komfortzone herauswagt. Jo, aber jetzt genug davon. Zurück hier, Fokus auf Pokémon Strahlender Diamant. Ist natürlich witzig, dass quasi Pokémon Legenden Arceus am Anfang, also vor den Geschehnissen dieses Teils, aber in der gleichen Region spielt. Das fand ich ganz cool. Das passte natürlich jetzt gerade ganz gut zusammen. Guten Tag! Unsere Zeit wird kommen. Eine Zeit, die nur uns gehört. Und deine Uhr drehe ich jetzt zurück in eine Zeit, in der es keine Pokémon gab. Da war ich gerade vor kurzem, tatsächlich, ne? Also da gab es sie schon, aber niemand wusste, was abgeht. Auch das muss man halt sagen. Pokémon, Legenden, Arceus, du bist jetzt in einer Zeitzone, wo Pokémon gerade quasi frisch entdeckt werden. Man weiß noch gar nicht so genau, was mit denen abgeht und so. Sehr gelungen, gefällt mir sehr, sehr gut. Hat echt Bock gemacht, also doch, doch. Ich bin zufrieden. Es läuft vor allen Dingen permanent mit 30 FPS, würde ich sagen. Also es hat auf jeden Fall keine Frame-Drops. Das war das, wo ich am meisten Angst vor hatte, dass das nicht nur hässlich aussieht, sondern auch technisch unter aller Sau läuft. Aber nein, es läuft solide, soweit ich das in den ersten 4 Stunden bis jetzt beobachten konnte. So, jetzt habe ich aber genug gelabert über Pokémon Legenden Arceus. Reicht. Wir kehren nun zurück zu diesem Game. Aber nur halt kurz als kleine Info für die, weil hier wurde ja schon viel drüber diskutiert und wir haben ja auch so in dem Projekt hier mehrmals drüber gelabert. Da kann ich euch ja wenigstens auf den aktuellen Stand bringen, nicht wahr? So, Pudox kommt als nächstes, da können wir natürlich mit Twilly weitermachen. Wir fokussieren uns aber jetzt wieder zurück auf diesen Teil. Jo, wie wär's denn wieder mit dem Flammenwurf, du? Ja, ganz entspannt. Einfach rein ins Gesicht, so muss das sein. Weiter so, Twilly, du machst das gut. Ich bin ja voller Zuversicht. So, Twilight erreicht auch Level 50. Das war die Zuversicht, die von mir zu ihr rübersprach. Ich sag's euch. Golbat, möchtest du das Pokémon wechseln? Aber sowas von. Da nehmen wir doch gerne den Kero. Ich habe übrigens in Pokémon Legenden Arceus passt schon wieder unser jetziges Team zusammen. Mir fehlt nur noch ein Onix und dann passt es schon wieder. Geil, oder? Ja, ich werde einfach da so weitermachen wie hier. Es ist perfekt. So, okay, pass auf. Wie wär's denn hier mal mit einem Funkensprung? Weiter so. So haben wir Golbat mal direkt wieder
aus dem Leben geholt. Also naja, es ist ja nur besiegt, es ist jetzt nicht tot oder so. Hero erreicht Level 55. Und wir haben den Rübel besiegt. Hab ich dir doch gerne mal eben den Tag versaut. Du kannst ruhig kämpfen. Du allein wirst Team Galactic nicht aufhalten. Es macht keinen Unterschied, wie viele Pokémon du einsetzt. Na, ich habe ja nur 6 dabei, aber das wird schon. Das ist der nächste Dödel. Hallo? Team Galactic ist allmächtig. Nur ein Tor würde uns trotzen. Ich musste gerade nicht an den Tor, sondern an das Tor denken. Und war kurz verwirrt. Hat man, glaube ich, in meiner Vorlese-Voice auch gehört. Hä, was? Gankapu! A.K.A. das Arschgesicht. Das ist ein bisschen gemein, aber komm, Leute. Er sieht halt so aus. So, Twilly, komm. Wie wär's mit einem Flammenwurf? Wir gucken mal, ob das reicht. Jo, das hat gereicht. Gankapu wurde besiegt. Oh ja, Staraptor erreicht auch gleich Level 50. Golbert ein. Pokémon wechseln, aber jo, wir holen wieder den guten Kero hervor. Wir sind ein eingespieltes Team hier. Ich sag euch das, das läuft hier einfach. Das ist ein Selbstläufer, ist das. Kannst du dir gar nicht aussehen, wie gut das läuft. So gut läuft das. So, wie wär's denn mit so einem ganz kleinen, ganz entspannten, chilligen, liebevollen, wirklich nur so leicht konzentrierten. Meine Güte, lass mich doch endlich die Attacke auswählen. Funkensprung, da haben wir es doch schon. Tag Bums. Fertig. Staraptor erreicht Level 50. Und wir haben den Rüpel erneut besiegt. Den Mächtigen nicht entgegenzutreten ist die wahre Torheit, sagst du? Ja. So ist das. Solange man Pokémon bei sich hat, hat das Alter keine Bedeutung. Pokémon gleichen den Altersunterschied aus. Ich habe das zu spät verstanden. Ja, dann hast du dich einer komischen Sekte angeschlossen und kämpfst jetzt gegen ihren, für ihren kompletten Wahnsinn. Okay. Jeder braucht ein Hobby, nicht wahr? So, wir gehen weiter über den kalten, eiskalten Berg. Gehen wir jetzt erstmal da lang. Ich will wissen, was da hinten noch ist. Da unten ist auf jeden Fall eine kleine Höhle. Hallöchen, ein Mashok Wild erscheint. Es hat Muskeln. Die sind richtig angespannt, man kann die Adern sehen, Alter, richtig eklig. Es hagelt. So, boah. Du, keine Ahnung, Bruder. Ich hau mal ein Flammenrad rein. Spilly muss auch mal ein bisschen aufholen. Jawollo, läuft. Oh, da kommt schon Herzchen. Ja, es geht los, Leute. Ich hab's im Griff. Ich sag's euch. Das ist Liebe zu seinem Team, ja? Das Verständnis. So, mal sehen. Ist da hinten jetzt noch... Da geht's irgendwie wieder runter? Nee. Ich kraxel dann jetzt mal da runter. Ich möchte Kraxler einsetzen, ja. So, warte. Dann gehen wir kurz mal in die Höhle. Das ist bestimmt nur so ein kleiner Raum, in der irgendwas Lootbares ist. Ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Oh. Piep, piep. Hi. Du, 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 du. Boink, boink. Oh. So, ja, bin ich mal entspannt. Kleines Flammenrad reinballern, ne? Da, läuft doch. Ein Volltreffer, weil das hast du super gut gemacht. Alleine nur wegen den Herzchen bin ich schon glücklich. Pipi! Und Tux erreicht Level 51. Ah, das Team ist fast auf Level 50 gleich. Also geht voran. Ach, da ist der nächste Dödel. Hi! Das ist unsere letzte Operation. Niemand wird uns in die Quere kommen. Wir werden sehen, mein Freund. Ich bin ja voll dabei, euch in die Quere zu kommen. Golbat. Da muss es jetzt halt leider auch mal ein Flammenrad richten, da hilft nichts. Diedel, 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 ding. Oh, was ich auch noch erwähnen muss, komm, ich muss ja ein bisschen Lob auch mal rausbringen. Nachdem ich so viel gemeckert habe, muss dann jetzt auch entsprechend der Lob kommen. Pokémon Legenden Arceus, was mir ebenfalls sehr gut gefällt, abseits des coolen Settings. Und
der coolen neuen Gameplay-Changes und einfach mal überhaupt Trainer loswerden, Arena-Leiter loswerden, Orden loswerden. Richtig nice, funktioniert wunderbar. Ne? Was mir auch sehr gut gefällt, ist die Mucke. Die Musik ist erste Sahne. Das will ich auch nochmal eben anmerken. Man muss jetzt auch mal mit ein bisschen Lob rauskommen. Ja. Zack, Bums, fertig. Was allerdings gar nicht geht, ohne Spaß, was überhaupt nicht geht, in dieser Welt laufen überall die Pokémon rum. Überall laufen die rum. Ja, überall. Was aber nicht geht, ist, dass ihr euer Lieblings-Pokémon hinter euch herlaufen lasst. Ihr könnt das zwar rufen, dann steht das auch auf dem Boden rum, aber das folgt euch nicht. Ob die bescheuert sind, will ich wissen. Das kannst du doch nicht bringen. Du kannst doch nicht so ein Pokémon-Game rausmachen und dann läuft dein Lieblings-Pokémon nicht hinter dir her. Das geht einfach nicht. Aber das muss dringend nachgepatcht werden. Ja. Und ich sage noch, dass uns niemand in die Quere kommen wird. Du gewinnst 1760 Pokédollar. Das war's dann damit, aber jetzt bin ich auch durch. Je näher du dem Gipfel kommst, desto näher kommst du auch den Sternen. Bald werden wir Team Galactic wird jedenfalls Großes erreichen. Er wollte uns fast den bösen Masterplan nennen, aber hat's dann doch nicht getan. Okay, pass auf, wir brauchen einen Trunk. Erstmal einen Trunk, so. Ach, guck mal, Alter, die heilen ja gar nichts mehr. Und einen Gegengift brauchen wir natürlich noch. Ja, Twilly ist wieder... Nee, gar nicht mehr. Gegengift bitte noch. So, bitteschön. Und Twilly ist wieder geheilt. Wunderbar. Dude, dann kraxeln wir mal da runter. Ja, bitte. Bau, bau. Kurz gucken. Wo führt das jetzt hier hin? Da muss ja einer irgendwo ein Item sein oder sowas. Komm. Ich wollte es gerade sagen. Also, wenn jetzt hier nicht irgendwie ein Riesenpilz oder sowas gewesen wäre, wäre ich auch sehr enttäuscht gewesen. Sehr enttäuscht. Und wieder runter. Hier hinten noch irgendwas? Hallo? Ist dir nicht bewusst, dass du mit deinem Erfolg Menschen unglücklich machst? Nur deinetwegen geht es den Mitgliedern von Team Galactic so schlecht. Ist euch nicht bewusst, dass ihr durch eure Taten und das Klauen von Pokémon auch Menschen den Tag vermiest? Ist das wie selbstsüchtig und... Gibt's ja wohl gar nicht. Also kannst du dir nicht ausdenken. Nur an sich selbst denken, ne? Ja, mir geht's schlecht. Aber was du den Leuten antust, wenn du die Pokis klaust, ne? Das ist scheißegal. Verstehe ich. Ist alles cool. Also kannst du dir nicht ausdenken, sowas. So, pass auf. Jetzt gibt's erstmal ordentlich einen... Auf die Nase, ne? Oh, ein kleines Flammenrad, ne? Auf geht's. Zack, bums, fertig. Ich trinke erstmal einen schönen Schluck Kaffee. Mhm. Bevor wieder komplett kalt wird, ne? Mhm. So. Papinella ein. Möchtest du ein Pokémon wechseln? Nö, brauchen wir nicht. Papinella geht auch mit Feuer. Oh, klein Flamor, ne. Weiß jetzt nicht das Spannendste, du, aber Squeedy muss auch mal ein bisschen aufholen, ne? Boing, boing. Ich lobe dich weiterhin, Twilight. Du machst das also wirklich grandios und fabelhaft. Grenzt schon fast an Wollos, wenn ich dabei zusehe. Schalocco. Nee. Doch, komm, wir wechseln mal. Hero möchte auch mal, dann gibt's mehr Geld. Ne? Schalocco. Und einen kleinen Funkensprung, ganz entspannt. Und nebenbei reingeballert. Babs. Kleines Lob. Machst du super. Onix erreicht Level 49. Ah, geht voran, Leute. Na, was sagst du zu deiner Verteidigung? Siehst du, jetzt bin ich furchtbar traurig. Ganz ehrlich, macht mir gar nichts aus. Ich finde deine Trauer sehr, sehr süß. Das einen freut, ist des anderen leid. Jeder sollte lachen und glücklich sein. Wie lächerlich ist das denn? Team Galactic sollte lachen und sonst niemand. Wenn das eure Einstellung ist, braucht ihr euch ja nicht wundern, dass die Leute sich gegen euch auflehnen. So voll bescheuert. Oh oh. Ein Georock. Doink doink, da wechseln wir doch mal direkt. Yo, Twilly, komm, einmal ein kleines Pokémon-Wechselchen. Oh, darf. Ich würde sagen, Violin darf auch mal wieder raus. Bisschen Nassschweif oder so, komm. Eben mit der feuchten Route einmal durchs Gesicht gezogen. Ne?
extra den ganzen Tag den Schweif im Wassereimer liegen gelassen, damit der schön feucht ist und richtig schön klatscht. Tarnstein. Okay. Und die Pokémon auf deiner Seite schweben spitze Steine. Finde ich jetzt nicht unbedingt angenehm. Lassen wir mal lieber. Nassschweif bitte. Was? Oh oh. Finale ist aber gar nicht gut. Oh. Was war das denn jetzt? Für ein Attentatskommando hier. Ja, gut. Macht nix. Keine Ahnung. Dafür hat Poyolin jetzt trotzdem Level 49 erreicht. Und Schmidi erreicht Level 51. Keine Ahnung, Alter. Naja, Hauptsache er hat Spaß gehabt. Gut. Muss man nicht verstehen. Beutel bitte. Oh, nehmen wir mal wieder normal. Oh, wir werden jetzt mal mit normalen Tränken uns hocharbeiten. Erstmal den Billigkram rausballern, ne? Der muss weg. Er ist ja da. So, komm schon. Jo, passt. Dankeschön. Beutelin geht's wieder gut. Uiuiui. Wieder so ein Vieh. Oh, nee. Wenn du gleich wieder Finale machst, ne? Rass dich aus. Mir gehen langsam die Tränke aus. Die normalen. Okay, Pokémon wieder wechseln. So, Beutelin, du darfst jetzt nochmal. Das war jetzt einmal einfach nur Pech. Glaub mir, das wird gleich besser. Du schaffst es. Oh. Und wieder Finale. Kriegst du Tür nicht zu. Oh, nee, ey. Was ist denn das für eine Taktik, sich selbst kaputt zu machen? Was ist das? Ich bin ein wildes Georock und werde angegriffen, muss mich selbst verteidigen. Was mache ich? Ich mache mich selbst kaputt. Was ist denn los mit dem Biest? Weißt du so, was ist denn da los? Und wer kümmert sich jetzt um ihn? Jetzt liegt das Biest hier rum, weißt du, so komplett im Eimer. Musst du auch nicht verstehen, ne? Aber gut, muss er wissen. Ich würde sagen, weil ich keinen Bock mehr habe, dass das gleich wieder passiert, gehen wir jetzt zu unser Pokémon-Team und wechseln mal eben. Pokémon bewegeln und holen Tux an Stelle Nummer 1. Ich weiß, wir sind da alle nicht so Freunde von, aber hier war nix. Moin! Ich fasse es nicht, du hast mich bis hierher verfolgt. Gut, dann lass uns kämpfen. Also es ist schön, dass du dir das einbildest, aber ich kenne dich gar nicht und verfolgt habe ich dich nicht. Ich habe deinen Boss verfolgt, weißt du? Der ist wichtig. Du bist ein Niemand. Du bist einfach nur so ein Henchman. Mit einer lustigen Frisur. Ja, mehr bist du nicht. Aber gut. Boing, boing. Ja, was haubert immer rein? So einen Blubstrahl? Ja, komm. Vielleicht reicht das, ich glaube aber nicht. Ah, doch, hat gereicht. Die Bunkel wurde besiegt. Nö, du, das passt schon. Ich glaube nicht, dass dieses Glibunkel jetzt krasser drauf ist, als das Glibunkel gerade eben. Oh, doch, ist keine Vorahnung. Cool. Lupfstrahl oder was? Hm. Tiefschlag. Zack. Übel. Es hat mich berührt. So. Okay. Skankepoo ein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Ja, können wir ruhig mal machen. Das Arschgesicht kriegt ein Flammenrad ins Gesicht, ne? Komm, einmal so. Die Kimme enthaaren nennt man das, ne? Wenn du so mit dem Flammenrad einmal durch die Kimme durchgehst, dann ist das wieder schön glatt. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das gerade in meinem Hirn gereift ist, ja? Tut mir leid, also. Ich weiß es nicht, ich kann es mir selbst gar nicht erklären. Aber die Vorstellung ist doch schön. Findet ihr nicht? Wie dieses Abendspiel dann auch dann, weißt du, dann ist der Kampf vorbei und dann wird es rausgeholt und trifft sie mit seinen Kollegen und hat halt so direkt in der Mitte vom Gesicht so einen Streifen, der komplett enthaart ist, aber rot, weil da keine Brandblasen drauf sind, so. Das musst du deinen Kumpels auch erstmal erklären. Was ist mit dir denn passiert? Wunderbar. Wie bist du nur so stark geworden? Training, 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 ich sag's dir. So. Der Kraterberg. Ich bin zwar nur ein Rüpel, aber selbst ich fühle seine rätselhafte Energie. Der Hahn ist am Krähen, meine Lieben. Ihr wisst, was das bedeutet. Ja, Hahn ist gut, reicht ja schon. Meine Lieben, der Hahn kräht und ich würde sagen, wir machen nun hier erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.